Ja, herzlich willkommen bei Freelance am See. Mein Name ist Rick Elvis und wir starten heute mal mit der Prospector zu einem Mining-Einsatz. Ich hoffe, es gelingt. Hab schon lange nicht mehr gemacht. Systeme an, Hangartüren sind offen. Wir ziehen mal hoch. Nein, mag sie nicht. Jawohl. Volle Bulle. Ich fahre das Fahrwerk rein. Schön Dark hier auf Area 18. Okay, wir stoppen kurz diese VTOL-Traster, die quasi ja das Senkrechte kontrollieren. Die gehen automatisch in diese Stellung, wenn man zu langsam ist, ähnlich wie bei der Cutlass. Ich versuche jetzt mal Fahrt aufzunehmen. Wenn ich beschleunige mit Boost, sollten die auch automatisch genau wieder rumfahren. Wir wollen zum Mond Lyria. Dort möchte ich mal ja minern mit dem Hover-Modus. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich oben auf dem Mond. Genießt so lange die Bilder. Bis gleich. Ja, wir sind hier im Anflug auf die Oberfläche. Ich versuche gerade schon zu scannen. Da drüben gibt es ein Vorkommen, da gehen wir da drüben hin. Okay. Stabilisieren und scannen. Da unten wird mir auch schon der Stein angezeigt. Ist jetzt ein bisschen, ich sag nicht einfacher, aber nicht mehr so umfangreich. Also man muss jetzt nicht mehr bis runter und muss 100 mal scannen, sondern es wird einmal in der Regel nur der eine Stein angezeigt. Geht vielleicht schneller. Wir werden es erleben. Okay. Ah, da unten schön geisieren ein bisschen. So. Wir erreichen die Phase mit dem Hover-Modus. Ja, also beim Minern, wie ihr gerade seht, ich muss hier. Ich kann hier mit dem Schiff steuern. Also, ich bin jetzt im Hover. Jetzt kann ich ein bisschen so nach links. Dauert sehr lang, bis er anfängt zu reagieren. Beim Hovern. Ja. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Stein. Wir gehen mal nach vorne. Passiert gar nichts. Immer noch nichts. 10 Grad. Immer noch nichts. 15 Grad. Ab 20 Grad geht's los. 15 Grad, 15 Grad, 17 Grad. Ja, so langsam pendelt er sie ein. Also ich kann schon ein bisschen mehr machen. Ich fahre mal das Fahrwerk raus. Wir gehen in den Mining Mode mit M. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr eure Freelook-Taste gedrückt haltet. Braucht mir jetzt nicht welche. Ich glaube, Z oder Y. Er scannt. Ah, wir haben hier nicht viel drin. Nichtsdestotrotz
Würde ich sagen, du musst trotzdem den Stein mal hier brechen. Also ich bin hier. Ich halte immer noch die Taste gedrückt. Würde ich es nicht machen, müsste ich mein Fadenkreuz genau auf den Stein ausrichten. Ja, mit dem Schiff kann ich auch. Da muss ich nicht immer zu gedrückt halten. Aber ich kann mich nicht mehr so schräg über den Stein stellen wie früher. Dass ich quasi ja, so direkt drüber stand oder so 45-Grad-Winkel geht nicht mehr. Das Schiff würde dann auch im Hover-Modus wegbrechen. Und ich muss auf mein Energielevel gerade mal achten. Das fängt ein bisschen an zu vibrieren hier. Wir sind drin. Ich verringere. Steigt immer noch. Ich verringere weiter. Geht wieder zurück. Ich erhöhe. Wir haben es gleich geschafft. Und breche. Sehr schön. Gut. Den einen Stein hier vor mir, den werde ich noch gleich mal brechen. Den hier. Muss, glaube ich, alle nochmal zerschlagen. Okay, wir sind drin im Level. Ich gehe weit runter, weit runter. Bin bei 7% Laser Throttle. Er hält sich in der Mitte, geht relativ gut. Momentan. Pendelt sich schön ein und bricht gleich. Okay. Wir nehmen gleich den nächsten. Ich mache sie erstmal alle kaputt. Prozent. Ich muss mir dann aus den Bruchstücken quasi das beste Stück raussuchen. Es gibt auch viele Steine, die haben gar nichts mehr. Die sind leer an Mineralien oder Erzen. So, wir sind drin. Reduziere wieder. Also momentan gefällt mir das Mining wieder. Bis hierher. Es geht etwas einfacher, muss ich sagen. Das andere war ein bisschen zitterig. Auch zerstört. Okay. Ich suche jetzt mal den großen Onkel hier noch. Okay, stabilisiere dich mal. Gut. Hier schön der Geist hier vor uns. Okay. Haben wir noch den kaputt? Ich glaube, der andere war noch nicht ganz zerstört, ganz rechts der Stein. Also ich muss hier trotzdem mit der Freelook-Taste, ne, den Laser steuern. Sonst kann man das Schiff nicht einstellen. Also es geht nicht mehr wie früher. Das ist der einzigste Nachteil, muss ich sagen. Aber nur ja. Man hat ja immer zwei Hände, ne? Oder die meisten. Geht recht zügig hier. Okay. Ja, beim Loslassen von der Maus gibt es immer mal so einen Ruckler. Der gelb, der ist noch gelb, den kann man noch nehmen. Gut. Will kurz mal in die Außenansicht. Ah, hier werden mir jetzt die Steine angezeigt. Ja, das wollen wir nicht, wir wollen das hier. Und wir legen gleich wieder los. Scheint ein kleiner Stein zu sein, oder? Nicht stark resistent. Kommen wir mit schwacher Leistung ran.
Ja, 7% Laser Throttle sollten reichen. Und kaputt. So, mit der rechten Maustaste in den Extraction Mode. Ich muss gerade mal gucken. Was drin? Wahrscheinlich nicht, oder? Empty. Also ich muss das Schiff trotzdem stabilisieren, sonst wäre das nix. Ich gehe mal runter ein bisschen noch. Gut. Okay. Den da hinten. Empty. Was ist mit dem? Den sammeln wir mal auf. Ja, das klappt hier wie am Schnürchen. Ob jetzt Corundum wirklich das beste Material ist, was es gibt. Ich sammle es einfach mal auf. Der ist empty, vermute ich. Der hier unten. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht der beste Stein, den ich bisher hatte. Im Spiel. Auch empty. Kann ich den noch da drüben? Empty, kleiner. Nix drin, Leute, hier. Heute mal nix drin. Der dahinter. Muss gerade mal das Schiff verlagern. Ja, die anderen Steine auch noch scannen. So, Schiff Harvard. Okay. Dann haben wir was. Das sammeln wir gleich auf. Gritium. Der dicke vor uns. Löschter. Auch nix. Alter, was ist los hier? Gar nichts drin. Der da drüben. Hm. Haben wir noch den hier? Nee, ich glaube nicht. Mischt. Der hier unten. Auch nix. Ich glaube, die sind alle leer. Ja, so ist es jetzt bei Minern. Es gibt nicht mehr so viel in den Steinen. Ich hatte mal einen Stein hier in der 3.6, wo ich wirklich gut rausholen konnte. Fast jeder Stein hatte was Intus, nenne ich es mal. Wir probieren jetzt mal nochmal was anzupingen hier. Mit Scannen. Ja, mager. Er mag. Ich meine die Richtung. Vielleicht erkennt ja das Spiel meine Suche und setzt einen neuen Stein. Früher musste man wirklich bis tief auf den Boden sinken.
Hab jetzt noch nicht viel Ausbeute hier eigentlich. Hier gibt es gerade nicht viel. Ich bin langsam unterwegs. Okay, ich gehe mal kurz raus. Wir erhöhen mal ein Business Level. Das Schiff macht nicht schneller. Warum auch immer, weiß ich gerade nicht. Vielleicht weil es vorweg draußen ist. Okay. Wir gehen wieder Scan Mode. Nichts auf dem Schirm. Ich habe zwar hier unten, ihr seht hier unten links ein paar Steinchen, das sind aber die von vorhin, die da hinten noch liegen. So, wenn das nicht klappen sollte, würde ich mich trotzdem wieder auf den Rückweg machen und wenigstens die Ware verkaufen. Ist nicht viel. Ich mache mal noch einen Scan. Kann leider nichts entdecken. Okay. Wollen ja auch nicht die Nerven überstrapazieren. In dem Fall halte ich mal das Schiff an. Gehen wir mit dem Speedlimiter nicht, sondern mit dem. Ja, was ist das eigentlich? Ja, Speedlimiter. Gehe ich mal nach oben. Kleiner Tipp von mir: Startet mit der Prospector senkrecht. Also versucht nicht irgendwie, wenn es vollgeladen ist, so einen vertikalen Fluch zu machen, sondern wirklich senkrecht. Ja. Ruhig starten, weil in der oberen Atmosphäre hier kann man das Schiff dann wieder in Fahrmode bringen, also dass man Fahrt aufnimmt. Aber ruhig ein bisschen hoch, 5000 Fuß. Dafür sind nämlich die Thruster gebaut, die da hinten dran sind. Ja, die sind sehr stark. Ich kann hier wirklich Fahrt aufnehmen, senkrecht. So. So machen wir so jetzt. Klappt noch nicht. Ja, müsste hier die Triebwerke einklappen, dann geht's. Ich versuche mal mehr Power auf die Triebwerke. Bilder können wir mal ein bisschen runterfahren. Haben wir gerade nicht. Er geht noch nicht hoch. Okay, also probieren wir es nochmal nach oben. Jetzt hat es wieder einen Knacker da. 6000 Fuß war ich gerade. Er nimmt Fahrt auf, hat auch jetzt die Triebwerke nach hinten gedreht. Nur so geht's. Also ihr müsst wirklich senkrecht starten. Dann könnt ihr auch. Jo. Ich versuch's nach Area 18 zu kommen. Und wir sehen uns unten. Beim Verkauf. Kurzen Landeanflug und dann Verkauf.
Jo, da hat uns der liebe Quantum Travel mal rübergebracht. Wir sind im Landeanflug auf Arcorp Area 18 mit der Prospector und wollen hier Ware verkaufen. Wir hatten den Test gemacht mit dem Hover Mode, also 20 Grad Neigung verträgt das Schiff circa, bevor es anfängt und aus dem Hover ausbricht. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss man trotzdem händisch den Laser bewegen, weil es geht nicht mehr mit dem Schiff. Ja, vielleicht auch nicht schlecht. Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Für mich ist es okay. Wir machen mal eine Landeanfrage hier in Lowville. Geht noch nicht. Immer wenn man ins Mobiglas geht, nimmt der Schub raus. Das gefällt mir auch nicht. Gefällt mir noch nicht. Wie weit muss ich dran? Jetzt nimmt er wieder Schub raus. Area 18. Okay. Ja, was gibt er uns? Waren schon mal das Fahrwerk aus. In dem Fall bleiben ja auch immer die Traste so. Ne? Okay, wir haben den da unten bekommen. Ja, es ist eine zum... Ps also waagerecht reinfliegen. Mal hier. Ja, momentan hängt's. Er ist wahrscheinlich zu schwer. Okay, wir gehen rein. Okay. Und da sind wir. Jo. Gelandet. Power off. Aussteigen. Okay. Warum die Tür noch offen ist, weiß ich nicht. Was ich euch auf jeden Fall noch zeige, ist jetzt im Fahrstuhl. Da gibt es ein neues System. Die haben ja dieses, ja, Transitsystem überarbeitet. Dazu zählen auch die Fahrstühle. Und zwar musstet ihr euch früher immer euren Hangar merken. Beziehungsweise gab es immer nur einen Fahrstuhl zu einem Hangar. Hier könnt ihr jetzt mit einem Fahrstuhl zu jedem Hangar. Ja. Ihr kommt hier an, guckt raus, ah, Schiff nicht da. Geht wieder rein und könntet dann wieder zu einem anderen Hangar, ja, teleportiert werden, nenne ich es mal. Also die gehen jetzt nicht nur hoch und runter, sondern auch seitwärts vermutlich. Es gibt auch hier keine Nummern mehr. Ja, ihr könnt hier ruhig in jeden Fahrstuhl einsteigen, den ihr wollt.
und könnt zu eurem Hangar. Ihr müsst euch nur merken, das ist wichtig. So, wir verkaufen. So, wir sind hier auf dem Marktplatz in Area 18, ja, wo die große Gearkugel, Gearboxkugel ist. Hier ist das Trading Center. Da kann man eingekaufte Waren verkaufen. Und hier ist das A-Corp, ich nenne es mal Mining Center, zumindest wo man seine Erze und Mineralien und Gase loskriegt. Ja, ruhig hier rein. Hier ist wieder ein Hologramm. Welcome to IO North Tower, Area 18's Premier Center for Business Development. Okay. Schreit rum ein bisschen. Okay, wir sind jetzt hier vor unserem Terminal Konsole. Und wir schauen mal rein. SCU 400 hat nicht viel gebracht. Ja. Corundum ist jetzt nicht so die Wucht und dieses Agritium hätte mehr gebracht, wenn mehr drin gewesen wäre. Aber was soll's, das war ja auch nur ein Test. Ich verkaufe mal das Ganze. Und schon sind wir am Ende. Natürlich wird es mehr Videos wieder geben. Ich werde auch mal ein Cargo Run wieder machen. Und das soll's gewesen sein. Hier von unserem kleinen Test, Mining und Hover-Modus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.